Hallo Klickenabendler, wir sind immer noch bei Gerds Spiel und Design. Wir tauschen hier die Supporter aus pro Spiel. Neben mir ist der Frederik. Hallo. Ich habe gehört, du bist Spezialist für dieses Spiel. Vom Steffen Mühlhäuser ist es? Ja. Es ist ein Spiel, was ich sehr gern mag und es ist auch schön zu erklären. Und heißt Hip-Hop? Genau, es heißt Hip-Hop. Und dabei, die Hip-Phase ist die Aufbauphase und dann gibt es noch die Abbauphase, die heißt Hop. Ah, okay. Und das Schöne ist, man baut erstmal auf ein leeres Feld auf und setzt seine Steine immer abwechselnd ein. Okay. Bei dem ersten Zug bedeutet es, ich setze als Startspieler einen irgendwo auf diesem Feld ein. Damit bestimme ich für den anderen. Er muss anliegend an das Spiel oder an meinen Spielstein einsetzen und so beginnt das Spiel. Jetzt muss ich immer mit meinen Steinen an meinem vorherigen Stein oder an einen meiner vorherigen Steine anlegen. Ich setze ein und jetzt muss ich mit dem alten Stein über meinen neuen Stein einspielen. Das Ganze macht der Gegner genauso, springt drüber. Das geht so lange weiter, bis keiner mehr springen kann. Es kann ja passieren, dass ich nicht überspringen kann. Und es kann aber passieren, dass der andere noch weiter springen kann. Bedeutet, ich muss aussetzen, der Gegner spielt weiter. So lange, bis ich vielleicht wieder spielen kann. Wenn es nachher dazu kommt, dass ich gar nicht mehr einsetzen kann und der Gegner auch nicht, dann ist das Spiel voll. Und wir müssen zählen, wer wie viele Steine auf dem Feld hat. Wir haben gleich viele Steine drin, also können wir sagen, Grün hat 2 Steine mehr eingesetzt als Gelb. Dann schreiben wir uns das auf, 2 Punkte für Grün. Bevor wir jetzt weiterspielen können mit der Hop-Phase, setzen wir abwechselnd unsere Steine ein. So, und genau. Okay, eigentlich müsste das so sein, ist wohl einer zu viel bei einem. Jetzt können wir die Hop-Phase anfangen. Wir überspringen immer einen alten und nehmen den anderen heraus. Der nächste macht das gleiche, nimmt ihn heraus. Das machen wir so lange abwechselnd, bis keine mehr da sind. Man kann auch Kettensprünge machen, wo man dann mehrere überspringt. Wenn wir jetzt das Spielfeld wieder leer haben, bis auf den einen von einem, also können wir wieder das Feld nehmen. Wir überspringen. Und Gelb hat es geschafft, auch noch den letzten zu überspringen. Grün hat es leider nicht geschafft. Dann zählen wir wieder die Differenz. Und Grün kriegt noch einen Punkt, hat 3 Punkte und gewonnen. Oder beide haben eventuell vorher konnten nicht mehr, dann auch wer die wenigsten drauf hat. Genau. Das war dann sozusagen das Spiel. Genau, das war das Spiel. Super. Kann man hier auf der Messe für 20 Euro kaufen. Ist in gewohnter Holzqualität. Und ist witzigerweise vom Steffen Mühlhäuser, der bei Steffen Spiele ja auch einen Verlag hat, wo er Holzspiele produziert, aber meistens nicht mit Brett. Und ist jetzt sozusagen als Autor bei euch jetzt mal bei einer Neuheit zu finden. Genau. Finde ich schön. Ja. Super, dann vielen Dank für die Vorstellung. Sehr gern. Ciao, ciao. Tschüss.